So, willkommen zurück zu Let's Play Life in the Woods. Ich bin Quecksilber hier am Mikrofon und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, ich bin beim letzten Mal hier so ein bisschen durch die Gegend gewandert und habe dich mitgenommen auf eine kleine, was ist das hier? Achso, Let Plant, die haben wir auch schon öfter mal gehabt. So eine kleine Wanderung, kleine Exkursion. Hinter die Berge, hinter die sieben Berge zu den sieben Zwergen, ja. Um mal zu schauen, ob da irgendwas an nützlichen Pflanzen zu finden ist. Um mich nämlich besser ernähren zu können. Ah, hier kommen wir raus. Interessant. Gut. Ja. Nett, ne? Okay. Und für diesen Part, Part Nummer 18, hatte ich ja als Cliffhanger. Als Cliffhanger, naja. Im Prinzip schon, als Cliffhanger so ein bisschen hängen lassen, dass ich mal gucke, wie das eigentlich mit der Ernährung ist. Ich habe nämlich jetzt ordentlich wieder Hunger. Mein Püppchen hat ordentlich wieder Hunger. Und mal schauen, was das dazu sagt. Also, wenn man einen Apfel isst, das heilt eine halbe Keule nur. Und dieses andere Zeug, Apfelsoße, das heilt eine Keule. Ist ja auch extrem viel. Also Apfelsoße ist jetzt so nicht das. Das ist offenbar nicht so das Tollste, wo gibt. Apfelsoße. So kann man auch Apfelsoße machen. So. Ach, da gibt es unterschiedliche. Beim Service Craft. The Vegan Option. Aha! So, und wie kann man die irgendwie benutzen? Die kann man benutzen. Ah! Zum Beispiel für den Kuchen geht die zu benutzen. Das ist ja interessant. Mit Milch, Zucker. Milch. Habe ich hier schon normale Kühe gesehen? Nee, habe ich glaube ich noch nicht. Also Apfelsoße ist offenbar schon brauchbar. Das Problem wird sein, ich brauche dafür noch andere Dinge vorher, die ich nicht so leicht bekomme. Barley. Und was war das hier? Cucumber? Zucchini, Cucumber. Ach, die kann man nur bis 16 stapeln. Schweinerei. Ich will jetzt trotzdem mal was schauen. Und zwar, ob ich jetzt aus dem Hühnchen auch mit dem Salz irgendwas anderes machen kann. Ach nee, kann man nicht. Ja, das ist ja nur jetzt leicht traurig. Die anderen Rezepte erfordern ganz schön viele andere Sachen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal schauen, was ich mit einem Apfel anfangen kann. Da gab es ja auch irgendwie so die Möglichkeit, so ein Dingens, wie war das? Use? Da gab es doch so einen Apfelsalat, ne? Und dann gab es auch einen Kuchen, der relativ leicht zu machen ist. Und für den Apfelsalat, richtig, da brauche man ein leichtes Mahl. Da brauchte man das Cutting Board. Okay, wie macht man das? Man braucht Eisen, man braucht einen Stick und man braucht irgendein Holz. Das kriegen wir hin. Das heißt, das Cutting Board kann ich machen. Das ist dann wahrscheinlich schon mal das Erste, was gebraucht wird für die Küche. Den Stick habe ich ja gerade verschmissen, was dann offenbar nicht ganz schlau war.
Geht das eigentlich auch so dann? Aha. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier Apple hinlegen. Da auch noch Apple hinlegen und kriege dann ein Salat raus, den ich essen kann. Wie schön. So, da muss ich aber gleich mal dran denken, hier wieder wegzutun. Ei dieweil. Sonst echt ein Problem kriege. Erstmal den Asparagus pflanzen. So, wo growt der best nochmal? Plains Forest. Wo sind wir hier? Savanne. Also muss ich echt gucken, dass ich woanders hinkomme. Barley. Ach, was soll's, den kann ich auch pflanzen. Und Bamboo Shoot. Was soll's? Pflanzen wir den ganzen Kram mal ein, weil ich hoffe, dass die nicht verloren sind, wenn es nicht funktioniert. So, das ist komplett gewachsen und das wollte ich mal probieren. Wenn ich den jetzt nämlich weghaue, kriege ich das und keine Körner. Ah! Okay. Das ist ja nur auch leicht doof. So. Cucumber könnte ich neue pflanzen? Könnte ich neue pflanzen? Wollen wir neue pflanzen? Was kann ich mit Cucumber machen? Kann man doch einfache Sachen machen? Hä? Aus zwei Dingern, aus zwei Gurken, kann man zwei Gurken machen. Wow! Ein Snack. Ein Gurkensalat. Man kann auch einen Frühlingssalat machen. Dazu braucht man ein. Ach so, dafür braucht man. Moment mal. Light Meal. Unfulfilling Light Meal. Hä? Man kann auch mal draus machen, ein schönes. Man kann auch einen gemischten Salat machen. Eine Gartensuppe. Das sind alles so komplizierte Sachen. Die will ich gar nicht. Die brauche ich jetzt noch gar nicht. Moment mal. Gurke und Zucker? Wo braucht man denn Zucker da? Hä? Für marinierte Gurken. Okay. So, ich muss jetzt aber wieder mal zurück, um nicht zu schauen, dass mir hier das Brettchen nicht despawnt. Das wäre sehr traurig. Und ich. Ich pflanze zwei von den Gurken ein. Und ich pflanze auch noch eine dritte ein. Egal. So, dann haben wir das. Und dann begebe ich mich erstmal wieder zurück. Moment, Moment. Hä? Das wollte ich jetzt gar nicht so. Das ist doch schon mal was Brauchbares. Was war das hier? Das war der Fruchtsalat. Der macht anderthalb Hungerkeulen voll, aber verbraucht halt auch zwei Äpfel. Naja, was soll's. Hab, 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 hab. Lässt du meine Gurken in Frieden? Da würde ich doch gar nicht reinbeißen jetzt gerade. Jo, dann werde ich das mal noch essen. Das macht ja auch noch eine voll und dann ist erst mal mein Hungerbalken wieder gesättigt. Und richtig, ja. Ich wollte hier was wegtun. Mal kurz gucken. Hier haben wir Winter Squash drin. Und ich werde einfach mal diesen ganzen Spaß, tue ich den hier zu? Nein, das macht eigentlich keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Moment. Hat er eben hier gerade angezeigt, was das. Hier war doch eben eine kleine Anzeige. Mit Hungerbalken. Das muss ich mir in der Aufnahme nachher nochmal angucken. Das ist ja lustig. Gut. Jetzt mal kann man euch nicht vielleicht essen.
Uah, gruseliger Gedanke, aber naja, es ist ja nur ein Spiel. Und die, nee, die sind noch unreif. Die sind auch noch nicht ganz reif, auch noch nicht ganz reif. Auch noch nicht ganz reif. Ja, also an Äpfeln wird es mir demnächst erstmal nicht mangeln, glaube ich. Und ich kann ja gerne noch ein weiteres Bäumchen pflanzen, ne? Ach, ich habe wieder zwei. Das heißt, ich kann auch ein Dings machen. Das heißt, ich kann auch ein wieder so einen Salat machen. Wunderbar. Gut, dann legen wir das mal hier oben hin und dann ein Apfel. Noch ein Apfel. Und dann haben wir Fruchtsalat. Und der Vorteil ist, im Gegensatz zu der blöden Suppe, zu der blöden Pilzsuppe, kann man den auch stapeln. So. Eigentlich wollte ich ja Holz holen. Hirni. Nun ja. Es gibt Schlimmeres. So, das heißt jetzt, ich kann schon mal ein paar Sachen weglegen. Ich nehme mal einfach hier vorne so als allgemeine Ablagekiste und hau da mal Zeug rein. Zeug rein, wo ich gerade nicht brauche, ne? Schöner falscher Deutsch. So, dieses Knoblauchhähnchen. Oh, das klingt ja verlockend lecker. Also ich wollte ja auch irgendwas, richtig, ich wollte auch was Brotiges machen. Und zwar aus diesem wunderschönen Zeug. Wollte ich Brot herstellen? So. Was ist denn Brot? Nourishing Light Meal. Wie ist denn das mit dem Brot? Das scheint womöglich eine Hungerkeule weiter zu beleben. Mal schauen. Und alles weiter muss ich mir dann mal anschauen. Ich mache mir erst ein paar Brote. Aber sonderlich ergiebig scheinen die ja auch nicht zu sein. So, packen wir das erstmal weg. Ach so, die kann ich ja. Ja! Ja, die werde ich benutzen. Da werde ich. Ich weiß was. Ich habe gerade was im Kopf, was ich machen will. Etwas Bestimmtes. Und so haben wir Limestone. Ja! Limestone oder Marble? Rhyolith? Marmor. Marmor. Ja. Ich habe etwas ganz Bestimmtes vor. Und zwar brauche ich dafür erstmal wieder den Schi, um mal kurz was zu gucken. Aber ich glaube, das wird alles nichts werden, sondern das, was ich eigentlich will, wird das hier sein. Und ich glaube, sechs Marble Stufen reichen auch schon mal. Oh, und man kann sie formen. Wie schön, wie schön, wie schön. Das ist derselbige Marble Slab. Und dann gibt es den Brick Slab. Dann gibt es den Large Dent. Carved. Aha. So, mal gucken, wo ist er denn? Ach, da ist er. In meiner Hand natürlich. So, wie sieht denn das aus? So, ich möchte nämlich jetzt hier direkt im Anschluss an den Arbeitsraum soll jetzt die Küche entstehen. Und die Frage ist, was baue ich hier hin? Baue ich hier noch irgendwas hin? Da kommt bestimmt noch was hin. Nee, richtig, da kommt eine allgemeine Kiste irgendwie so noch hin. Und dann bauen wir hier was hin und das sieht doch. Das sieht doch ganz brauchbar aus, finde ich. Das sieht eigentlich ganz brauchbar aus. Kann man das auch hiermit bearbeiten? Also.
Das kann man offenbar nicht. Nein, das wollte ich jetzt machen. Gut. Und was war das hier mit Large Dent? Ich glaube, das passt dann eher zu den Treppen. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Und das wird jetzt quasi mein... Hä? Ach da. Das wird jetzt quasi meine Küchenzeile hier. Und da lege ich einfach mal dieses Brettchen drauf. Und das kann man nicht dann auch anklicken und dort verschiedene hübsche Sachen zaubern. Gut, damit hat das Brettchen schon mal seinen Platz. Und meine Küche auch. Schick. Ich würde sagen, dann kommt hier auch eine Trennwand hin. Gut. Wo war das Holz? Da war das Holz. Okay. Ist das quasi die Küche? Ja, irgendwie so in dem Dreh soll das dann sein. Vielleicht kommt da noch so ein Wasserkübel dazu oder sowas. Mal schauen, was sich da noch brauchbares zeigen wird. Habe ich schon irgendwo eine Kiste? Hatte ich nicht zwischenzeitlich eine Kiste schon irgendwo? Nö. Okay. Gut. Dann werde ich mich jetzt, glaube ich, daran machen. Also das soll die Höhe des Daches sein. Okay. Das heißt, da kommen nachher Stufen hin. Hier so zwischen diesen Balken und jenen Balken. Und die Frage ist, wie hoch wird das Ganze gehen? Und da bin ich irgendwie noch nicht so ganz sicher. Ich werde mal irgendwie zum Simulieren diesen machen. Ah. So, dann brauchen wir den Kollegen. Na, jetzt fallen die hier alle runter. Das sollte nicht passieren. Ach, und das sollte auch nicht passieren. Ich bin echt zu doof zum Bauen heute. So, bin ich jetzt über der Mitte? Noch nicht ganz. Das heißt, das war auch wirklich, ja, das ist wirklich die Mitte. Das heißt, einer geht noch sozusagen. Einer geht noch. Ja, nee, das ist auf was anderes bezogen. Gut. Also das ist quasi Simulation, wie hoch das Dach geht. Und das ist doch ganz schön hoch. Das ist doch ganz schön hoch. Allerdings wird der eigentliche Balken hier drin, der einmal quer durchgehen soll, der müsste dann eigentlich auf dieser Höhe verlaufen, was mir aber nicht so wirklich gefällt.
Nee, die möchte ich gerne einen höher haben. Ja. Geht das? Eins, zwei, drei. Dann wird das auch so ziemlich hoch, dieser Raum. Oder ich mache ihn hier unten, dann wird das so nur zwei hoch. Nee, das sieht doch noch nicht aus. Das sieht doch nach nicht aus. Nee. Gehen wir mal hier oben hin. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob das vorher schon erkennbar war, was ich hier vorhabe. Ich glaube eher nicht. Jedenfalls ist mein Gedanke, hier einmal so einen Balken durchzuziehen. Das ist dann, stellt dann quasi das Fachwerk dieses Hauses dar. Und das, ja, soll sich dann hier quasi so durchziehen. Das, ja, so fachwerkig halt so, ja. Gut. Obwohl, da könnt ihr genau ein Fenster drunter, wa? Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das alles machen. Das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall nimmt das Haus langsam so ein bisschen Form an. So ein bisschen nimmt das Form an. Da muss noch einer weg. Da muss nicht nur einer weg, da müssen noch mehrere weg. Den nehmen wir auch noch hier. Gut. Ich glaube, meine Grundidee war noch eine andere gewesen. Nämlich, dass ich für diesen Mittelbalken ein anderes Holz verwende. Oder das mit Hilfe des Chisels einfärbe. Kann ich das hiermit eigentlich auch machen? Also damit geht's. Aber das geht nicht einzufärben. Geht das eigentlich? Aha. Geht offenbar nicht. Okay. Gehen die hier? Ha! Tatsache, das geht. Ist das jetzt die richtige Form? Nee. Das passt, ja. Gut. Muss ich mal schauen, da ist, ob ich hier vielleicht sogar noch Platz lasse für einen Balkon oder irgendwie sowas. Was hier oben überhaupt noch hinkommt, da bin ich ja noch gar nicht so richtig sicher. Vielleicht kommt hier auch ein Zaubertisch werde ich irgendwo brauchen, auf jeden Fall. Ich werde auch ein Labor irgendwo brauchen und ich sehe gerade, ich habe einen Apfelbaum vergessen abzukontrollieren. Und ich werde auch Lagerraum brauchen, wahrscheinlich, dass es da unten nicht ausreichen wird. Obwohl mit Lagerraum könnte ich mich eigentlich auch in den Keller verkriechen. Hä? Ich hatte die Hitboxen von den Grünen nie erwischt. Von den grünen Äpfelchen. Ach, das war bloß einer. Das ist bloß einer reif. Okay. Gut. Aber auch ein Apfel ist. Happ, bap, oh, ey, Leute. Nächste Aufgabe. Hier Geländer hinmachen oder sowas. Okay. Da rutscht die Sonne wieder über den Rand der flachen Erde. Tja. Gut, haben wir hier noch Dinger? Da haben wir noch Eichensetzlinge. Machen wir noch hier so Bäumchen. Ne? Machen wir noch einen. Da haben wir Zucchini. Und dann werde ich mich demnächst mal drum kümmern, irgendwie sowas Kuchenartiges noch zu machen. Mal schauen.
Wo pflanzen wir den hin? Pflanzen wir irgendwo mal hier oben hin. Zu den anderen Apfelbäumen. Da fühlt er sich wohl, ne? Da fühlt er sich dann bestimmt wohl. Gut, da haben wir einen Shrub. Und da gibt es wieder reife Äpfel. Zumindest einen. Ich finde das toll, dieses Prinzip mit dem Äpfel pflücken. Ich finde das toll, wie das gemacht ist. Ich finde das total toll. Gut. Damit verabschiede ich mich auch wieder mal für diesen Part 18. Und hoffe, bis zum nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Life in the Woods Renaissance. Hier bei Let's Play FK. Im Quecksilber, am Mikrofon, an der Tastatur und an der Maus. Lasst einen Daumen hoch da. Und ich freue mich natürlich immer auch über Feedback. Wenn irgendwas in den Kommentaren steht, dass man mal drüber reden kann. Den ganzen Spaß, den wir hier zusammen machen. Bis dann. Ciao.